Herzlich willkommen zum Video über integrierte Schädlingsbekämpfung. Heute sprechen wir darüber, was integrierte Schädlingsbekämpfung, kurz auch IPM genannt, eigentlich ist und stellen Ihnen die IPM-Pyramide vor. So, was ist eigentlich IPM? Integrierte Schädlingsbekämpfung oder IPM ist ein langfristiger Präventionsprozess, mit dem Sie Schädlingsprobleme in einem Unternehmen, in einer Institution oder in einem Gebäude lösen und gleichzeitig die Risiken für Menschen und die Umwelt minimieren können. Es gibt im Wesentlichen drei Hauptaspekte. Erstens die Verhinderung des Schädlingsbefalls durch Prävention, wie zum Beispiel durch die Hygienemaßnahmen. Zweitens die Überwachung der Situation in Bezug auf Schädlinge, also auf das Erkennen eines Befalls. Und drittens Bekämpfung eines Schädlingsbefalls auf die umweltfreundlichste Art. Also ist das Geheimnis von IPM die Zusammenarbeit zwischen dem Auftraggeber und der Schädlingsbekämpfungsfirma, um diese Aspekte zu verfolgen. Was sind die Ziele von IPM? Ziel von IPM ist es, den Einsatz von Pestiziden so gering wie möglich zu halten, um nachhaltigen biologischen, physikalischen und anderen nicht-chemischen Methoden den Vorzug zu geben, wenn sie zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen. Die IPM-Pyramide. Das klassische Verfahren von IPM ist hier in einer Pyramide mit 4 Schritten dargestellt. Erster Schritt: kulturelle und hygienische Maßnahmen. Der erste Schritt besteht darin, Nagetiere und Insekten den Zugang zum Lagerhaus oder Gebäude zu erschweren. Dies geschieht durch gute Hygiene. Danach sollten Schädlinge so wenig Chancen wie möglich haben, in das Gebäude einzudringen. Dazu gehören zum Beispiel gut abgedichtete Fenster, Türen oder Reparaturen an den Fassaden. Zweiter Schritt: physikalische und mechanische Steuerung. Der nächste Schritt ist die Abwehr von Schädlingen, zum Beispiel durch den Einsatz von Repellenzien oder durch den Einsatz von Schlagfallen, dem weltweit häufigst genutzten Schädlingsprodukt. Hier gibt es die Möglichkeit, Sprays oder Schäume zu verwenden, die für die Nager oder Insekten so unangenehm riechen, dass es sich nicht mehr lohnt, einzudringen. Dritter Schritt: biologische Kontrolle. Biologische Kontrolle ist der Einsatz von natürlichen Feinden, wie zum Beispiel Raubtiere oder Parasiten, zur Bekämpfung von Schädlingen und deren Schäden. Vierter Schritt: Pestizide. Nach dem IPM-Konzept werden Pestizide nur bei Bedarf und in Kombination mit anderen Ansätzen für eine wirksamere, langfristige Kontrolle eingesetzt. Pestizide werden so ausgewählt und angewendet, dass ihre möglichen Schäden für Menschen, Nichtzieherorganismen und die Umwelt minimiert werden. Bei IPM verwenden Sie das wirksamste und selektivste Pestizid, das für andere Organismen und die Qualität von Luft, Boden und Wasser am sichersten ist. Wie Sie bemerkt haben, sind diese Schritte in einer Pyramide dargestellt. Die Spitze hat die kleinste Fläche, daher sollten die Maßnahmen in der Basis mit der größten Fläche am bedeutsamsten sein. Bereits viele bekannte Gesichter aus der Schädlingsbekämpfungsindustrie stehen hinter IPM und beziehen Stellung, wie zum Beispiel Dr. Barry Corrigan, der in einem Interview sagte: So I'm a firm believer, Danielle, in IPM because it is sustainable and it really is a service that will carry itself long into the future, you know, when we perform it. Abschließend kann man sagen, dass es bei IPM darum geht, einen wirksamen, langfristigen Prozess der Schädlingsbekämpfung durchzuführen, insbesondere mit dem Fokus auf die Überwachung, die einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Schädlingsbekämpfung leistet.